Es eilt die Zeit im Sonnenschritt. Bei drei, wie eilen mit. Tja, so. Bei euch sind 20 Jahre so vergangen, dass der eine sagt, eine Ewigkeit. Der andere sagt, huh, schon 20 Jahre. Und so gibt es 20 Jahre hier ein Fest, was sich sehen lässt. Und genau aus diesem Grund bin ich, die chronische Krona, die Zeit in sich, zu euch gekommen und habe alle drei ganz Wichtige mitgebracht. Und wichtig im Leben ist nur eine, die Hexe an sich. Denn die Hexe bringt ja erst die Lebendigkeit. Sei es die Vergangenheit in Figur von Urt, sei es die Gegenwart in Form von Skirt oder sei es die Zukunft in Form von Verdandi. Es soll uns nichts stören daran, aber wir wollen zurückschauen, wie es einstens war. Die Schicksalgöttinnen Wurmschichte und hier in Bernau, nachdem man so rund 50 Jahre vergessen hatte, wie Feste zu feiern sind, da wob sich etwas anderes zusammen, nämlich vor haargenau 20 Jahren, 1991. Da kam es zum erneuten Beleben des Bernauer Hussitenfests. Ja, Urt hat sich da auch schon einiges zusammengebraut und den Menschen in den Kopf gesetzt, was damals alles zu tun wäre. Nun ja, sie rührt und dreht und sieht, was hier dann geschieht. Und was geschieht? Die Leute machen sich Gedanken, ja, die Hussiten sollen hier gewesen sein. Ja, was sollen denn die Hussiten hier gemacht haben? Ja, die sollen Bernau fast eingenommen haben. Und es gab ein großes Radau. Ja, und so wollen wir es wieder gestalten. Wenn wir hier ein bisschen Lärm machen, viel Lärm um nichts, dann kommen die Berliner, denn die kommen ja immer um nichts herum. Und so war es auch. So bereitete man sich vor und brachte seine Dinge mit sich. Spielleute, Musikanten wurden geladen, man bastelte selbst und das sah dann so aus. Auch die Benauer haben soeben sich für 2x2 Duell entschieden. Hienieden.
Übergang. Seit 20 Jahren kontinuierlich hier dabei, der Hektarius der brigantischen Rauferei. Ein Applaus. Ihr dürft jetzt, und das ist das ganz Besondere bei diesem Fest, der Bürgermeister sich einfach jetzt nicht holen lässt, weil er in wichtigen Aufgaben geschehen, so habe ich es erfahren, und Verdandi, was hast du mit dem Bürgermeister gemacht? Keine Ahnung. Naja, so ist das mit der Gegenwart. So soll es wohl auch sein. Wir haben hier noch einen kleinen Bürgermeisterlein. Ja, der hat sich aber verändert in der Zeit. Aber es macht nichts. Stellvertretend für unseren Bürgermeister, der haben wir hier. Ja, was ist denn das? Oh, ich würde mal sagen, einer, der sich hier zum Narren macht. Nein. Und er sagte, der Bürgermeister, der sich tief versteckt, in dem hinteren Ecken zweckt, hat gemeint, es soll auch sein, das Fest dürfen wir jetzt läuten, ein großes musikalisches Signal, um hier, auf dass es weitergeht mit Plaisir. Tja, die Zukunft steigt aus Nebeln uns hervor. Unsere Art ist es, die unsere Zukunft beschreitet und hier ein Kurzweil verbreitet. Denn kein Fest kann existieren, ohne dass wir ihren späteren Anteil schon jetzt protegieren. Und so, Bernau, applaudiert denen, die euch später einmal die Rente zahlen müssen. Tja, jetzt haben wir da selbst gesehen, dass selbst in der Zukunft die Bernauer zu feiern verstehen. Doch lauft nicht weg, denn hier seid ihr. Und wir wollen uns noch Gäste laden, so tut uns keinen Schaden. Und schaut alle, gehen den hohen Hussitenturm. Denn im Sturm werden wir uns erlauben, die Tauben enden. Damit kommen Gäste unserem 20. Jubiläumsfeste.